Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Partie, die ich gerne vorstellen möchte. Und dieses Mal eine Partie, die in zweierlei Hinsicht sehr interessant ist. Zum einen trägt sie ihren Namen, die chinesische Unsterbliche, nicht zu Unrecht, denn das ist wirklich eine sehr ansehnliche Partie. Und zum anderen, aus historischer Sicht, ist sie besonders wertvoll, denn das ist die erste Partie, wo ein chinesischer Schachmeister einen Großmeister schlagen konnte. Die Kontrahenten, Liu Wenche, der also chinesische Schachgeschichte geschrieben hat, gegen den schwarzen Spieler Jan-Heiner Donner aus den Niederlanden, dortiger Großmeister. Und wir sehen zum Anfang die Pirkverteidigung mit E4, D6, D4, Springer F6, Springer C3, G6, also dem Fianchetto am Königsflügel, Läufer E2, Läufer G7. Und jetzt schon einem sehr aggressiven Zug. Weiß hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, ruhig weiterzumachen mit Springer F3 oder Läufer E3. Das wäre wahrscheinlich eine normale, ruhige Entwicklung gewesen und dann hätten wir mal gesehen, was dann noch aufs Brett gekommen wäre. Möglich wäre auch H4, um sofort einen Sturmlauf gegen den schwarzen Königsflügel zu machen, aber auch G4, und das kam aufs Brett, ist möglich. Und das hat der chinesische Meister Liu Wenche dann auch eingesetzt. Es folgt H6, damit ist das erste Mal unterbunden, dass es zu G5 kommt, was den Königsflügel von Schwarz etwas kompromittiert hätte. Und für den einen Moment denkt sich Liu Wenche, spielt er erstmal ruhig weiter, er spielt H3, damit deckt er den Bauern und eventuell ist es dann möglich, wenn es unbedingt Not tut, den Springer nach F3 zu holen. C5 kommt aufs Brett. Der Weiße möchte aber die Linien noch nicht öffnen, möchte die Stellung etwas geschlossen halten und spielt deswegen D5. Schwarz rochiert und darauf hat die weiße Seite scheinbar gehofft, dass das doch noch aufs Brett kommt, denn jetzt beginnt er den Sturmlauf. Sofort mit H4. Also H3 war nur ein kleiner Abwartezug. Halt, wie gesagt, mit der Möglichkeit, den Springer vielleicht nach F3 zu holen, wenn Schwarz sich anders aufgebaut hätte. Aber jetzt kann man ruhig die Bauern nach vorne schieben am Königsflügel G5 und der Abtausch der Bauern würde dann die Turmlinie öffnen und gleichzeitig spielt der Läufer auf C1 natürlich auch mit, der hat auch noch nicht gezogen, macht aber trotzdem schon Druck gegen den Bauern auf H6. Also das ist eine Stellung, wo in der Eröffnung Weiß dafür nicht bestraft wird, dass er nur Bauern gezogen hat. Auch Schwarz zieht erstmal einen Bauern E6, möchte das weiße Zentrum vielleicht doch mal ein bisschen schwächen. Es kommt trotzdem zu G5. Und Schwarz steht jetzt vor der Wahl der Qual. Er könnte den Springer wegziehen, dann würde er aber den Bauern auf H6 verlieren. Ich zeige mal kurz eine Variante, wie das aussehen könnte. Der Springer geht also zurück nach H7, der Weiße nimmt raus aus auf H6 und hier könnte der Läufer nach dem Computer auf C3 rausnehmen, der Bauern wieder. Die weiße Bauernstruktur wäre zerstört und der weiße König könnte in Zukunft wahrscheinlich auch nie sicher rochieren, weder die große noch die kleine Rochade, da sind überall Löcher. Hier könnte es weitergehen mit E schlägt D5, um weiter Linien zu öffnen. Die Dame nimmt und der Springer kommt zurück nach F6. Damit hat Schwarz wahrscheinlich das Gegenspiel, ein klein bisschen Gegenspiel, was er gebraucht hätte. Auch der weiße König bleibt erstmal im Zentrum stecken, aber er muss auch aufpassen. H5 könnte jederzeit gezogen werden. Auch dann geht's seinem König wahrscheinlich noch ein bisschen schneller an den Kragen. Also eine sehr zwiespältige Variante, die vorsichtig abgewägt werden muss. Wir gehen mal zurück zur Partie. Und hier ging es weiter. Erst einmal mit dem Abtausch auf G5. Und hier muss sich Jan-Hein Donner wieder entscheiden, wohin mit dem Springer. Nach D7, also Springer FD7, wäre wahrscheinlich nicht so gut. D schlägt E6, F schlägt E6, Dame schlägt D6, verliert einen Bauern. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Besser wäre wahrscheinlich gewesen Springer H7.
Dann folgt Dame D3. Dieses Manöver werden wir jetzt häufiger sehen. Die Dame möchte auf die H-Linie und dort dann matt drohen. Aber hier, im Gegensatz dazu, wenn der Springer auf E8 steht, kann der Turm nach E8 gehen und Dame H3 wird dann mit Springer F8 beantwortet und das Matt steht nicht mehr zur Diskussion. So hätte Schwarz spielen können, wenn er gewollt hätte. Natürlich hätte vielleicht Weiß dann nicht H3 gespielt, sondern irgendwas anderes. Vielleicht sich weiterentwickelt mit Läufer F4 oder Springer F3. Wahrscheinlich eher Läufer F4, um die große Rochade dann durchzuführen. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. So kam es nicht. Springer E8 wurde gezogen. Die Dame geht nach D3, wie gesagt, das Manöver. Das kommt jetzt. Die Dame möchte auf die H-Linie und dann auf dem Feld H7 Platz nehmen, dem gegnerischen König matt sagen. Schwarz nimmt den Baron auf D5, damit kann die Dame nicht nach H3. Und Liu Wenqian nimmt jetzt mit dem Springer den Bauern auf D5 raus. Es gibt allerdings eine Fortsetzung, die vielleicht auch ganz interessant gewesen wäre. Und das wäre Dame G3 gewesen. Einfach ignorieren, was hier im Zentrum steht. Die Dame soll nach H4 gebracht werden. Und dann steht das Matt wieder zur Diskussion. Also, wenn Schwarz jetzt einfach auf Bauernraub gehen würde, dann geht die Dame nach H4. Schwarz hat jetzt ein Problem, müsste mit F6 oder F5 das Matt abwehren, damit der König ein Schlupfloch hat. Sagen wir mal F5, dann kommt aber Läufer C4, nutzt diese schwache Diagonale aus. Der Turm kann nur noch dazwischen gehen, dann geht die Dame nach H7. König F8, Dame schlägt G7, pardon, G6. Und der Turm kann nicht ziehen, den kann sich Weiß nach Belieben holen. Wenn der Turm zieht, zum Beispiel nach C7, dann ist diese Kombination das Ende vom Schwarzen. Das heißt, hier kann Weiß auch noch warten, bis er sich den Turm auf F7 holt. Und Schwarz könnte den jetzt auch erstmal stehen lassen. Muss ihn natürlich auch irgendwie decken. Vielleicht mit D5. Dann würde vielleicht Läufer schlägt D5 erfolgen. Läufer schlägt C3. B schlägt C3. Dame schlägt D5. Das Matt wäre abgewehrt. Turm A8, König E7 und Dame G8. Hier hat Schwarz erst einmal eine Figur mehr, allerdings die Stellung plädiert ganz eindeutig für Weiß. Hier hat Schwarz in der Folge ordentliche Probleme. Wir gehen mal zurück zur Partie nach E schlägt D5. Wie gesagt, Dame G3 wäre interessante Alternative gewesen. Springer D5 ist trotzdem kein schlechter Zug. Es geht weiter mit Springer C6. Besser wäre vielleicht gewesen, Springer C7 zu spielen. Zum einen, damit der Turm nach E8 kommen kann, der dann wiederum das Feld freigeben würde für seinen König. Und zum anderen würde dann natürlich der Springer auf D5 einmal befragt werden. Stattdessen folgt Springer C6, Dame G3 und Läufer E6. Schwarz hat hier in der Folge schon Probleme, den richtigen Zug zu treffen. Wir können uns mal ein paar Alternativen ansehen. Springer C7 ist tatsächlich schon der falsche Zug. Springer F6 gibt das Schach. Hier möchte der Computer schon die Dame geben. Wir reichen dem Weißen aber erstmal nur den Läufer und sehen, dass das Matt jetzt nicht mehr fern ist. Wir nehmen den Läufer noch nicht raus, sondern drohen erstmal das Matt. Das ist stärker auf H7. Der Turm muss zur Seite. Jetzt nehmen wir den Läufer. Und das Matt auf H8 ist nicht mehr abzuwehren. Also Springer C7 wäre jetzt ein Tick zu spät. Was geht noch? Vielleicht F6 als Idee. Dann könnte Läufer C4 folgen, um einen Abzugsschach zu drohen. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, H6, Springer E7, das Doppelschach wäre gleichzeitig matt. Gerade gesehen, sieht ganz hübsch aus, aber natürlich A6 ist kein sinnvoller Zug. Vielleicht besser wäre hier Läufer E6, um die Diagonale zu schützen und Weiß würde sich dann normal entwickeln. Hat wahrscheinlich auch noch nicht den Punch in der Stellung, um Schwarz endgültig matt zu setzen, aber auf lange Frist sollte Weiß sich doch hier durchsetzen. Also nochmal kurz zurück überlegt, Springer C6 war kein guter Zug. Dame E3 läutet schon langsam die wirklich schlechtere Stellung für den Schwarzen ein, wahrscheinlich schon das Partieende.
Und kurz erwähnt, wir sind jetzt im 13. Zug. Die Partie dauert noch 7 Züge. Schwarz spielt jetzt Läufer E6. Weiß droht das Matt, das ist natürlich verständlich. Und es kommt zu F5. Schlupfloch für den König. Die Dame geht nach H7 trotzdem. Und es folgt König F7. Und hier findet Liu Wenxie schon den entscheidenden Schlag. Danach ist die Partie vorbei. Bevor ich den zeige, aber noch ein anderer guter Zug. Das wäre nämlich Turm H6 gewesen. Der Läufer ist gefesselt, kann den Turm nicht nehmen. Dann könnte es weitergehen mit Läufer schlägt D5, Dame schlägt G6, Schach. Der König muss nach E7, E schlägt D5. Das droht Dame E6 mit Matt. Deswegen Dame A5. Gleichzeitig Schlupfloch für den König auf D8. Läuft D2, greift die Dame an. Der Springer geht nach B4, droht die Gabel auf C2. Der König macht einen kleinen Ausfallschritt nach rechts. Jetzt könnte Schwarz den Läufer rausnehmen, aber ich zeige jetzt noch ein paar Züge und man stellt ganz schnell fest, dass die Partie ganz schnell zugunsten des Weißen ausschlägt. Dame G7, Springer D7, A3, da fällt der Springer auf B4, der jetzt unglücklich gefesselt wird, König C7. Und man könnte H7 zum Beispiel spielen. Der Bau ist stark. Der Springer wird verloren gehen und im schlechtesten Fall hat Weiß dann immer noch zwei Leichtfiguren gegen den Turm und das sollte definitiv ausreichen. Plus, eventuell erwähnt, auch der Computer findet die weiße Stellung richtig schön. Er zeigt jetzt plus 6 an für den Weißen. Gehen wir zurück zur Partie und schauen uns jetzt den stärkeren Zug an. Turm H6 war eine nette Spielerei, aber viel stärker ist das Damenopfer. Dame schlägt G6. Gut. Und jetzt geht die Partie wirklich zu Ende. König G8 geht nicht. Dame H7, König F7, Bauer G6 ist Schachmatt. Der König muss also das Damenopfer annehmen. König schlägt G6. Und jetzt kommt Läufer H5. Der König hat wieder nur ein Feld. Geht nach H7. Und jetzt ein weiterer sehr schöner Zug. Läufer F7. Schach durch den Turm. Der Turm hat kein einziges Mal gezogen, ist jetzt trotzdem entscheidend am Partieverlauf beteiligt. Genauso wie der Läufer auf C1, wie wir gleich feststellen werden, der auch noch nicht gezogen hat, der trotzdem Druck auf den Königsflügel macht. Schwarz hat nur noch eine Möglichkeit, er kann nur noch Läufer H6 spielen. Die Leichtfigur ist die einzige, die den schwarzen König noch schützen kann. Läufer H6. Den nehmen wir aber noch nicht raus. Dieser hat noch Schonfrist. Erst einmal G6 Schach. Jan Hein Dorner spielt jetzt König G7 und gibt nach Läufer schlägt H6 auf. Auch hier hat Schwarz wieder nur einen Zug, König H8, und danach ist Läufer schlägt F8 noch nicht ganz matt. Die Dame kann auch auf H4 dazwischen ziehen, aber wenn der Turm rausnimmt, ist die Partie definitiv vorbei. Und vielleicht nochmal kurz erwähnt, ein Zug zurück. Der König hatte ja zwei Möglichkeiten. Er hätte auch nach H8 gehen können. Dann wäre Turm schlägt H6, König G7 und Turm H7 Schachmatt gewesen. Und dann würde ich sagen, gehe ich nochmal kurz in die Endstellung nach Läufer schlägt H6. Das war die chinesische Unsterbliche. War auf jeden Fall eine sehr aggressiv geführte Partie von Weiß. Mir hat sie beim Analysieren sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, beim Zuschauen gab es auch ein bisschen Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Haut rein!